Grüßen dich herzlich als ersten musikalischen Gast hier bei NBA Undrafted. Wir freuen uns sehr, dass du am Start bist. Und wir haben natürlich. Bin ich das tatsächlich? Ja, das bist du. Und jetzt haben wir natürlich die Frage an dich: Was ist denn deine Connection überhaupt zum Basketball? Also, wo sind da die Berührungspunkte für dich? Also, Basketball war tatsächlich der einzige Sport, den ich so in meiner Kindheit betrieben habe. Ich glaube, das ist so, also aus zwei Dingern gewachsen. Ne? Also, A, erstmal Liebe zu Hip-Hop und dann ergo halt auch irgendwie zu amerikanischer Unterhaltungskunst. Und dann kommt man halt auch schnell auf deren Sportarten und mit dem Rest kam ich irgendwie nicht so gut klar. Und dann habe ich tatsächlich irgendwie schon mit 12 meinen Wachstumsschub gehabt. Und dann in so einer Kleinstadt, ne, man ist irgendwie der Größte schon in der Klasse und dann kommt man irgendwie schnell auf die Idee, vielleicht mal Basketball zu spielen. Ich habe dann hier in so einem Kleinstadtverein hier ein paar Jahre gespielt. So. Aber du warst wirklich auch im Verein aktiv dann? Ja, ich war natürlich dann der Center. Klar. Ja, ich wollte gerade sagen, was sonst, ne? Ja. Großer, schwerer Typ. So. Und hast du damals auch schon so ein bisschen NBA verfolgt? Gab es Teams, gab es Spieler, die du auf dem Schirm hattest, die du gefeiert hast? Es war natürlich eigentlich nicht möglich zu der Zeit damals. Also es gab ja nichts, also es gab ja heute, ne, kannst ja irgendwie dir League Passes und sowas kaufen und irgendwie auch Sachen irgendwie dann später on demand irgendwie gucken. Das gab es ja alles damals nicht. Ja. Das war dann so. Was ich dann von NBA mitbekommen habe, war dann irgendwie sowas, was halt irgendwie bei DSF oder sowas mal gezeigt wurde, nebenher irgendwie 3 Uhr nachts oder so. Ich hatte ja noch nicht mal einen PC, das heißt also, ich habe da echt, tatsächlich, wenn ich was über Basketball mitbekommen habe, dann war das einfach sowas, was der Mainstream halt irgendwie mitbekommen hat oder was man so durch den Verein mitbekommen hat, ne? Dann gab es halt so der Trainer hat sich dann das Ding bei Premiere gegönnt, irgendwie für damals 7 Millionen Euro im Monat, damit man irgendwie Basketballspiele gucken konnte. So, das war dann quasi. Und ich glaube, es gab ja auch damals eine Zeitung, die ich mir ab und an gekauft habe. Wie hieß die denn nochmal? Basket wahrscheinlich. Ja, irgendwie sowas. Da gab es auf jeden Fall so ganz klassische Medien halt. Und wie ist es heute? Verfolgst du heute so ein bisschen die NBA? Bekommst du ein bisschen was mit, so aus der aktuellen Generation? Also meine letzte wirklich aktive Phase war, ich glaube, 2013 oder so. Ne? Also gerade in dem Jahr, wo Derrick Rose damals MVP wurde. Also A, war das Internet da. Wir konnten irgendwie alle gucken. Und ich habe halt wirklich ganz, ganz viele Freunde gehabt, die zu dem Zeitpunkt wirklich, also jeder einzelne Mensch, der in meinem Umfeld der Basketball geguckt hat, war Bulls-Fan. Mhm. Und so war das halt einfach dann unumgänglich. Ne? Und mit Derrick Rose, seiner bekannten Verletzungen, ist auch irgendwie so meine leider Phase weggegangen. Und ich kann auch heute tatsächlich gar kaum mehr gucken, weil ich einfach, also die Uhrzeit ist es halt immer, ne? Wenn man sich so ein bisschen mit dir beschäftigt, dann sieht man ja schon trotzdem immer mal entweder in deinen Texten oder halt auch im Video mal eine Referenz zu Basketball, zur NBA. Und was uns aufgefallen ist, vor allem in einem deiner Musikvideos, hast du einen Drazen Petrovic-Jersey an. Was ist da die Connection? Also ja, ich bin natürlich auch, Kroate, für manche, die es wissen oder nicht wissen. Und da habe ich natürlich schon ganz früh von meinem Vater eingefärbt bekommen, dass das Kroatiens wichtigster Mann ist. Bei Nikola Tesla wird ja immer gestritten, ne? Und bei Petrovic war es tatsächlich relativ eindeutig. Und das war dann auch, ne, dass sein Leben dann mit so einer Tragödie geendet ist, hat ihn dann, glaube ich, so, das ist auf jeden Fall in Kroatien, ne? Also ich glaube, erst Luka Modric hat ihn jetzt abgelöst. So als den größten Sportler. Oder vielleicht Ivanišević im Tennis damals, der Wimbledon gewonnen hat. Du hast gerade am Anfang schon mal so ein bisschen die Connection Hip-Hop-Basketball angesprochen. Wie würdest du dir das erklären, dass Basketball und Hip-Hop so eng verwurzelt sind? Und wie beobachtest du das besonders in Deutschland? Nimmst du das da auch wahr? Also das Ursprungsland eint die natürlich erstmal und dann ist es natürlich auch der Narrativ, ne? Also Hip-Hop ist irgendwie Sport der Unterschicht und ist irgendwie immer die Chance für sozialen Aufstieg und genauso ist es der Basketball. Und ich glaube, das eint die erstmal, sage ich mal, in den USA, ist das, sage ich mal, der größte Link so zueinander. Ich meine, sieht man ja auch, ne? Rapper hängen irgendwie immer mit Basketballern ab und Basketballer hängen auch immer gerne mit Rappern ab. Das ist schon so ein Ding. Das findet tatsächlich in Deutschland nicht so statt. Aber ich glaube, in den USA ist einfach Rap und Basketball viel mehr connected, weißt du? Das ist fast so wie aus dem gleichen Guss gekommen. Die Leute, die Rapper sind, haben eigentlich auch immer in der Jugend selber gespielt. Und die Basketballspieler heute sind teilweise alle Rapper und wollen irgendwie noch Tracks rausbringen nebenbei. Also ich glaube... Der Beste ist Lillard, schon, muss man schon sagen. Ja, Mike, auf jeden Fall, Lillard ist schon... Also auch wenn man es hört, so, also ich...
Ich fand Shaq immer ganz schlimm, Alter. Also, ey, Shaq in allen Ehren, geiler Typ, so, aber sein Rap ist auf jeden Fall. Hat er nicht sogar aber trotzdem einen Grammy, glaube ich, mal gewonnen? Also, er ist auf jeden Fall ein paar Mal Platin gegangen. Gut, die späten 90er, da, der Markt war groß, ich sag mal, da die Messlatte war nicht so hoch. Ja, Lillard ist doch eigentlich auch ein gutes Stichwort, weil absolut. Damian Lillard steht nämlich auch auf einer ganz bestimmten Liste, die wir mitgebracht okay. haben und die du auch schon gesehen hast. Denn All-Star-Voting steht an. Die All-Stars des 2023er NBA All-Star-Game können gewählt werden. Und du hast jetzt die schwierige Aufgabe, deine persönliche All-Star-Starting-Five zu picken. Also du darfst nur 5 Spieler picken. Wenn du willst, kannst du dich auch selber aufs Center stellen. Nee, also ich werde jetzt auch keine wirkliche homogene Mannschaft picken, so dass ich mir jetzt einen Point Guard aussuche und so. Also ich droppe jetzt einfach mal einen Namen, die ich auch, also ich weiß auch gar nicht, ob die gerade verletzt sind oder nicht. Deswegen hoffe ich, dass ich ja nicht von irgendwelchen Basketballfans ans Kreuz genagelt werde. Da ist für mich auf jeden Fall, würde ich gerne sehen, wie sich Zion schlägt in so einem All-Star-Game. Mhm. Dann KD würde ich jetzt echt gerne mal wieder sehen in so einem Ding. Klar, LeBron. Mhm. Wie schlägt er sich jetzt? Ne? Jedes Jahr wird älter. Also irgendwie physikalisch irgendwie nicht. Ich weiß nicht. Also ist schon irre, was er da hält. So was für ein Tempo. Deswegen fände ich super spannend, die da auch zu sehen. Giannis. Ganz klar. Ja. So, und dann eigentlich der einzig letzte logische Pick wäre eigentlich Doncic. Oh, okay. So, klar, also so, das ist ja logisch, den würde ich auch tatsächlich, das ist so ein Spieler, wo ich gerne auch mal live sehen würde. Also ich würde sehr gerne mal ein Spiel gucken. Ich habe ja, glaube ich, vor 3 Monaten mein erstes NBA-Spiel geguckt, live, das erste Mal. Wo warst du? Ich war bei Knicks gegen Pistons, aber es war nur Preseason. Das erste Spiel ist immer besonders, war noch im Madison Square Garden, ich glaube, das geht schlechter. Genau, MSG war geil, es war halt kacke, den inzwischen echt abgehalfterten Derrick Rose zu sehen, Alter. Das hat schon wehgetan. Wie findet ihr seine Performance? Jetzt stelle ich euch mal eine Frage. Ich würde sagen, er ist halt ein ganz guter Bench-Spieler mittlerweile. Also er kommt halt von der Bank für die Knicks. Der Trainer hat ihn halt sehr, sehr gerne. Deswegen bekommt er auch immer seine Minuten. Aber man muss halt sagen, da liegen so viele Kreuzbandrisse mittlerweile dazwischen. Also dass er überhaupt noch spielt, ist schon ein Wunder. Deswegen eigentlich hauptsächlich sehen wir das ganz positiv. Und ab und an hat er eine krasse Performance und dann geht immer so ein Ruck durch die Basketball-Community und alle freuen sich halt. Naja, was habt ihr noch für Fragen? Nee, ich wollte nur noch sagen, ich kann dich beruhigen mit deiner Starting Five fürs All-Star-Game, weil alle von den Jungs, die du genannt hast, machen gerade richtig gute Performances. Ja. Also da hast du intuitiv sehr gut gepickt. Ich glaube, die Namen sind groß genug. Hat man ja, du hast auch ein sehr, sehr großes Team aufgestellt. Ich war am Ende nicht sicher, ob du auf Point Guard nicht Steph Curry pickst anstatt Luca. Aber ich bin natürlich körperlich auf jeden Fall ziemlich brutal aufgestellt. Only big guys fast, ne? Also. Ja, kannst du schön Bullyball spielen. Ey, dann lass uns doch mit einer Prediction rausgehen. Dann hau doch jetzt einfach mal dein NBA Champion 2023 raus. Einfach so aus dem Bauch. Umgekehrt, ihr fangt an und dann an. Okay. Ja, ich bin großer Bucks-Fan, deswegen ich sag Bucks mit Giannis. Okay, dann gehe ich mit den Boston Celtics. Ich gehe mit den Celtics. Ja, machst du aktuell nichts falsch. Ja, ne? Aktuell das beste Team. Hast du abschließend noch was, worauf sich die Leute freuen können in nächster Zeit, was bei dir ansteht? Nächstes Jahr wird überdurchschnittlich viel Musik rauskommen. Okay. Eine neue Tour und sehr viele Collabs auch mit unserer Brand Lubav. Also es ist ein ziemlich ausgebuchtes Jahr. Das sehr klingt cool. Doch gut, oder? Ja, man, freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Ey, dann vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir hoffen mal, dass die NBA ein bisschen mehr in Deutschland stattfindet. So muss es sein. Auf jeden Fall. Danke dir, mach's gut. Ciao, ciao, Jungs.